Ja, hallöchen, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder von meinem Balkongarten. Und ihr seht auch schon, ich war ganz schön fleißig. Hier gibt es schon einiges, was ich ausgepflanzt habe, ausgesät habe. Ja, aber heute geht es hier um mein Radieschen-Experiment. Und wie versprochen, werde ich euch heute mal alle Sorten zeigen, die ich hier ausgesät habe. Und hier seht ihr die ganzen Balkonkästen mit Radieschen, beziehungsweise da, wo ich ausgesät habe. Und fangen wir doch mal an mit dem ersten Kasten. 11 Sorten sind es insgesamt. Am 3. März habe ich ausgesät, heute haben wir den 15. Ja, ungefähr 12 Tage sind vergangen. Und hier haben wir die Sorte Topsy, dann die Sorte Eiszapfen, Rapid Red 2, dann haben wir French Break Fast 3, dann haben wir die Viola, habe ich auch noch mal gefunden in meinem Samenkasten. Ja, dann Riesen von Aspern. Und Cherry Bell hatte ich letztes Jahr auch schon. Dann Riesen Butter Vitessa. Dann Saxa 3. Dann haben wir hier Radies Slata. Und Radies Flamboyant. Und das war's auch schon. Hier kommt der Feldsalat. So, gehen wir aber nochmal zurück. 12 Tage sind vorbei. Und ich stelle fest, hier zum Beispiel Riesen von Aspern hat schon gekeimt, wie man sehen kann. Und hier French Break Fast hat auch gekeimt. Also das sind Schnellkeimer, das werde ich mir mal notieren. So, dann Rapid Red 2 hat auch gekeimt. Und dann hier die Sorte Topsy ist auch am Keimen. Also kontrollieren wir nochmal die anderen Kästen. Da hat noch nichts gekeimt. Also die 4 Sorten haben schon gekeimt. Und ja, das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Ja, meine Lieben, und das war es auch jetzt erstmal schon. Hier gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sehen bei den Radieschen. Und wie es weitergeht, werde ich euch natürlich wieder berichten. Und wir sehen uns bald wieder. Euer Christian von Balkonien. Ciao.